So, Starterkupplungswerkzeug. Ganz einfach. Irgendeine Mutter. Ein Stück Rohr. Dann so Eisenscheiben. Vier so Klauen. Und in der Mitte die Mutter anschweißen. Und das war's. Mehr ist nicht mehr. Ganz einfach. Die Klauen gehen auf die Ding drauf. Dann Schlagschrauber drauf. Fertig. Und so viel tue ich genau andersrum. Nur dann habe ich mein Gefühl, dass es nicht zu fest wird, aber auch nicht zu locker. Weil dann, wenn die locker sind, schert es gerne mal die Keile da drunter weg. Genau, das ist auch schon alles.